kann die Zeit ganz einfach so verstreichen lassen, ohne darüber nachzudenken. Das grüne Gras, die Sonne und sie. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Dieses Mal spielen wir White Day. Eigentlich ein harmloser Name, denn White Day ist quasi das Dankesagen von den Jungs für den Valentinstag oder für die Valentinstagsgeschenke und findet einen Monat später, meine ich, statt. In Japan und Südkorea, meine ich. Und wie man das zu einem Horror-Game umwandeln kann, das weiß ich noch nicht so ganz. Aber ich würde mal sagen, schauen wir doch mal rein. Nehmen wir mal die normale Schwierigkeit. Also so schnell habe ich noch nie eine Trophäe erhalten. Läuft. Ich wollte eigentlich sagen, dass das Wetter ja ein bisschen ungemütlich draußen ist und wir ja eigentlich froh sein können, dass wir hier drin sind.
Okay. So halten wir uns die Hände sauber. Gymnastik. Oh. Ich habe schon wieder den Ton viel zu laut eingestellt. Durchdrücken auf L. Kannst du laufen oder sitzen? Im Sitzen verjüngt sich die Wahrscheinlichkeit, von den Wächtern entdeckt zu werden. Wächtern? Ah. Ich denke wieder zu viel im Fantasy-Bereich. Wächter, ne? Security in der Schule wahrscheinlich. Wenn du zu lange läufst, wird dir schwindelig. Bitte lege kurz Pausen ein. Okay. Dann schauen wir doch mal weiter. Sehr schöne Geräusche schon mal. Ich sollte zunächst ins Klassenzimmer 8 der Elfklässler. Das ist aber schön. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, das Lau. Nee, das Ducken. Gut. Da haben wir einen Wasserspender. Oh, was haben wir denn da? Das Geheimnis des Teichs. Oh mein Gott, ich sollte mal meinen Fernseher näher ranholen. Ich kann. Was, wie lese ich denn jetzt? Ach so. Siebtens, das Geheimnis des Teichs. Vor langer Zeit befand sich ein kleiner Teich. Da steht Tech. Zwischen dem Hauptgebäude und dem Hörsaal. Es heißt, er wurde während des Krieges von einem Bombeneinschlag verursacht und es wurde dabei ein dort von Flüchtlingen aufgeschlagenes Zelt zerstört. Es gab keine Überlebenden. Man erzählte sich, der Grund des Teiches sei von ihrem Blutrot verfärbt. Doch es gibt noch weitere Geschichten über den Teich. Es heißt, wer seinen Schwarm bittet, sich am Teich zu treffen, soll für alle Zeit gemeinsam glücklich werden, sollte er auch auftauchen. Doch lässt dein Schwarm sich nicht blicken, so musst du durch den Fluch des Teiches sterben. Okay, also nie an irgendeinem Teich treffen. Er könnte immer verflucht sein. Dasom, eine stille und schüchterne Schülerin, war in einen älteren Schüler namens Chanyol verliebt. Ich kann die Namen jetzt gerade nur falsch aussprechen. Ihre Sehnsucht wuchs und wuchs, bis sie sie nicht mehr ertragen konnte. Also schrieb sie einen Brief an Chanyol und bat ihn, sie am Teich zu treffen. Doch ihr Brief erreichte ihn nie. Der Brief wurde zwar fleißig weitergereicht, doch irgendwo auf dem Wege ging er verloren. Dasom wusste nicht, dass der Brief nicht angekommen war und wartete am Ufer des Teiches die ganze Nacht auf ihn. Nach der kalten Nacht am Teich bekam sie ein hohes Fieber, das sie für längere Zeit von der Schule fernhielt. Als Dasom schließlich zurückkehrte, war sie noch stiller und ängstlicher als zuvor. Ihre Freunde versuchten, sie zu trösten, doch schließlich wechselte sie die Schule. Nur noch wenige Tage darauf fand man ihre Leiche im Teich. Oh, nur wenige Tage darauf fand man ihre Leiche im Teich. Es heißt, an Nächten mit einem abnehmenden Mond könnte man einen Geist sehen, der schweigend von außen in die Schule blickt. Angeblich sucht der aufgedunsene Geist, dessen wilde Augen unter den nassen Haaren hervorblitzen, nach dem Jungen, der ihren Brief besitzt. Das heißt für mich, ich werde nicht zum Teich gehen. Okay, da hat doch gerade was. Meine Güte. Ey, das Spiel hat noch nicht mal angefangen. Ich erschrecke mich vor diesen Menügeräuschen. An den schwarzen Brettern, die in der Schule aufgehängt sind, kannst du das Spiel speichern. Falls es zu einem Game Over kommt oder du das Spiel unterbrechen musst, kannst du das Spiel an deinem letzten Speicherpunkt fortsetzen. Beachte bitte, dass nicht gespeicherte Spielfortschritte verloren gehen. Standard. Ja, erste Stunde kochen, zweite Stunde Blumen gießen, dritte Stunde Nase bohren. Ich kann's halt nicht.
Ich brauche einen Filzstift, um eine Aufzeichnung zu hinterlassen. Den haben wir noch nicht. Im Schulgebäude befinden sich an einigen Stellen Dokumente. In diesen Dokumenten findest du zahlreiche Hintergrundgeschichten über die Schule und Hinweise, die dir weiterhelfen werden. Solltest du einmal nicht wissen, wie es weitergeht, nimm bitte die Dokumente ganz genau unter die Lupe. Ja, aber bitte nicht alle 2 Minuten so ein gruseliges Geräusch machen. Ich glaube, das war schon das, was so geblinkt hatte. Er ist ganz schön schnell eingestellt. Dokumente, Rucksack. Ach, wir haben Rucksack. Das Tagebuch. Und unser Geschenk zum White Day. Weiße Schokolade, denn die Farbe weiß bringt Glück. Okay, sonst haben wir noch nichts, oder? Kein Schlüssel, keine Heilung. Nein. Karte. Auch noch nichts. Nein. Ach, wir können SMS kriegen, ist ja geil. So. Oh, was? Nein, das wollte ich nicht. Die Steuerung. Cursorgeschwindigkeit, das ist doch eine gute Idee. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier noch alles haben. Da unten ist noch was. Und jetzt? Ah. Ein Papierkranich. Ein Kranich aus schwarzem Origami-Papier. Jo. Steht vielleicht irgendwas drauf? Nein. Wir haben 10 nach 10. Wer um Himmels Willen will um diese Uhrzeit in der Schule sein? Na, was kann ich denn untersuchen? Hier vielleicht? Irgendwas am Rand? Na, das ist jetzt aber komisch. Ist da was? Sehr informativ. Lassen wir es lieber erstmal sein. Für Anfänger gibt es die Möglichkeit, Spieltipps in Form von Textnachrichten zu erhalten. Auf höheren Schwierigkeitsgraden ist diese Hilfsfunktion deaktiviert. Hilfsfunktion. Also, ja, nehmen wir erstmal das Dokument. Wartungsstatus des Gebäudes. Stand 9. März. Boah, ich dachte gerade schon. Also ich nehme jetzt gerade am 10. März auf. Das wäre ein bisschen gruselig gewesen. Die Lampeninstallation neben der Werkstatt soll morgen abgeschlossen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Leitern nach der Verwendung ordnungsgemäß weggeräumt werden. Die Verkabelung der Werkstatt wird zurzeit repariert. An das Arbeitspersonal. Bitte schließen Sie nicht das Dampfventil des Lüftungsfensters. Könnte vielleicht ein Hinweis für uns für später sein. Ist das eine Tür? Yes. Die wir noch nicht öffnen können. Wir haben sogar noch unsere Schuluniform an.
Ein sehr fleißiger Schüler. Na. Scheiße, ist das dunkel. Ich mag diese Hinweise nicht. Du benötigst Licht, um Items und Dokumente aufnehmen zu können und mit Gegenständen interagieren zu können. Drücke den Lichtschalter im Klassenzimmer, um das Licht einzuschalten. Habe ich mir schon gedacht, deswegen bin ich ja auch in die Richtung gegangen, ne? Der Lichtschalter blinkt etwas auf, damit du ihn in der Dunkelheit finden kannst. Versuche, die Lichtschalter in der Nähe der Türen zu finden. Ist eigentlich üblich. Also ich glaube, ich muss... Moment. Ich mache das Ding jetzt mal ganz langsam. Kann ich vielleicht... Nein. So, jetzt... ist immer noch, aber egal. Komme ich da drauf? Hallo? Hallo? Ist das nicht das Licht? Ach so, ich muss noch näher dran. Ja, beste Idee. Was ist denn das? Sollen das Lüfter sein? Beste Idee, wenn man in die Schule geht und eigentlich gar nicht da sein dürfte, erstmal schön das Licht anzumachen. Eine Notiz vom Klassensprecher. Beong Tae Kim? Es tut mir leid, bitte verzeiht. Wegen dir hat mir der Lehrer das Lösungsmittel abgenommen. Ich glaube, er war wütend darüber, dass du es im Garten vergossen hattest und die Bäume hast absterben lassen. Was soll ich denn jetzt tun? Ich habe morgen Chemie. Du wirst dich darum kümmern müssen. Entweder gehst du zu ihm und bettelst darum, oder du hast den Mut, es dir selbst aus dem Tresor des Turngeräteraums zu holen. Ach ja, es heißt, er sei sehr vergesslich, also versteckt er die Medaillen, die er erhalten hat, im Geräteraum und verwendet sie als Zugangsgut für den Tresor. Mhm, auch das könnte uns später noch behilflich sein. Wir brauchen ja auch noch einen Stift, glaube ich, aber das hier ist nur Kreide. Ja, wir schweben. Geräusche sind schon krass. Oh, was haben wir denn da? Ist das was? Mit Kaffee, Sojamilch, Beruhigungspillen und dem Verbandskasten kannst du deine Gesundheit und Ausdauer sofort wiederherstellen. Drücke dazu den Verwenden-Button im Menü Gesundheit deines Inventars. Essen hilft einem immer. So, haben wir denn eine Anzeige? Also aktuell haben wir ja keine. Würde der aufblinken? Oder bin ich zu doof? Hallo? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Muss ich hier irgendwas? Wenn ich das aufmachen kann, da muss doch irgendwas drin sein, oder? Kann ich bitte mein Handy nehmen und das Licht da reinhalten? Vielleicht soll es uns auch nur irritieren.
was sie auf jeden Fall erfolgreich bei mir schaffen. Hi. Okay. Na. Ey, das gibt's doch nicht. Irgendwo muss doch was für uns drin sein. Luft und Liebe. Liebe zum White Day. Hauptsache, wir können die Türen zuknallen. Da ja noch irgendwas. Die Schülerzeitung. Sehr interessant. Ja. Mit der Karte kannst du deinen Standort bestimmen und dich mit dem Aufbau der Schule vertraut machen. Unerforschte Bereiche auf der Karte sind mit Rot markiert. Auf einfachen Schwierigkeitsgraden steht dir ein Guide zur Verfügung, der dich durch das Spiel führt. Ich bin aber nicht einfach. Ich habe normal gemacht. Gut. Haben wir hier vielleicht den Teich? Oh, der Mond versteckt sich gerade. Nun gut. Dann würde ich sagen, machen wir das Licht. Das. Da hat doch jetzt einer geklopft, oder nicht? Nee, bestimmt nicht. Das war bestimmt kein Klopfen. Wenn du dich einer Tür näherst, die nicht abgeschlossen ist, wird das Kreissymbol angezeigt. Durch Drücken auf X kannst du Türen öffnen oder schließen. Bei verschlossenen Türen wird das Schlüsselsymbol zum Öffnen der Tür nur dann angezeigt, wenn du im Besitz eines Schlüssels bist. Schlüssel-Fehlsymbol angezeigt wird, ist es nicht möglich, diese Tür zu öffnen. Das ist aber schade, aber ich habe kein Problem, bei diesem Wind jetzt nicht rausgehen zu können. Weil so freundlich sieht das da jetzt ja nicht aus. In der Nähe von Objekten, mit denen du interagieren kannst, wird das Kreissymbol angezeigt. Wenn der Cursor auf das Icon ausgerichtet ist, drücke X, um zu interagieren. Durch gleichzeitiges Halten der R2 und Bewegen des R. Boah. R3, denke ich mal, ich kann gerade gar nicht mehr gucken. Kannst du den Cursor gezielt ausrichten? Items, sogar Dokumente können so aufgenommen werden. Bei verwendbaren Gegenständen wird das entsprechende Icon angezeigt. Ja, und was ist mit der Lupe, womit ich noch nichts gefunden habe? Ja, da haben wir wieder die Lupe. Oh. Hallo Lupe. Du zeigst uns wieder interessante Sachen. Das wird jetzt wahrscheinlich alles einfach nur zum Tutorial dazugehören. Denke ich jetzt erstmal. Ich glaube, da ist noch jemand in der Schule. Hoffentlich nicht der Geist. So, da waren wir schon dran und jetzt sind wir so bekloppt und gehen hier rein. Okay. Das ist doch die, der wir das Buch geben wollen. How do we get in? Yeah. I wonder how we can do it.
totally startled me just then. Ja, hallo, ich habe mich natürlich auch erschreckt. Aber schließlich wusste ich ja auch nicht, dass ihr hier seid. Also kann ich bitte beide Antworten nehmen? Ich bin ein Junge, mich kann nichts erschrecken. Oh, I've seen him. He's a new transfer student. Hmm, really? Anyway, I'm leaving. See ya. I'm Sung-ah Kim, homeroom 8. Ich bin He-Min Lee oder Klassenzimmer 8. So Jung Han ist auch in deiner Klasse, oder? Man sollte Mädchen am besten nicht nach anderen Mädchen fragen, also stelle ich mich erstmal vor. Hm, this was out of the blue. But it's nice to meet you. So why did you come to school at this hour? Einfach nur so, ich habe Langeweile und... Nein, wir wollen jetzt doch nicht so unhöflich sein. Das geht dich nichts an. Ich habe hier etwas liegen gelassen. Ja? I'm glad that you're here. You are going to help me out. Hä? Wobei soll ich dir helfen? Warum sollte ich dir helfen? Wir bleiben immer noch freundlich, aber tun einfach ein bisschen auf dumm. Just something. Follow me. Ji-hyun and I didn't know what we were gonna do. Goodness, a guy like you showed up. Ach, ich soll mitkommen. You definitely have what it takes to help me. Ich glaube, ich bin so groß, dass wenn sie zwei Schritte macht, ich nur einen brauche. First time in the girls' bathroom? Ja klar, ich gehe jede Pause dahin. Also, wie genau soll ich dir hier drin bitte helfen? Ich soll also hier warten, bis du da drin fertig bist? Wie kann ich dir denn helfen? Why? Worried I want something weird? Na, bitte nicht. I left my book in the home ec room. I can't get in because it's locked. I happen to know that the keys are in the auto shop classroom, but it's locked as well. But you can crawl through that vent up there and get me the keys. Ich bin der Neue und die gibt mir jetzt schon irgendwelche Anweisungen. Nee. You want me to do it myself? Ach, ich hab noch nicht mal die Wahl. Was ist das denn bitte? Thank you. I knew that you'd help. We'll need a ladder. And we'll also need some sort of cutting tool. Why don't you look around?